Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Linkshänderhock LP 1995. Und heute haben wir ein Unboxing von einem wunderschönen neuen Game, was sich in diesem Pappkarton hier befinden soll. Und zwar handelt es sich um Super Mario Party Jamboree. Und ich würde sagen, wir machen das hier einfach mal auf. Ich versuche das irgendwie hinzubekommen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie das alles irgendwie sieht. Versuchen wir erstmal dieses. Sorry Leute, Kamera abgestürzt, kleiner Fail, den wir beheben. So. So, wie das hier irgendwie aufgerissen noch. Na, komm schon. Sekunde. Erstmal hier diesen ganzen Müll. Entsorgen. So. Dann wollen wir hier den Kampf hier weiterführen. Na, komm schon. Geh ab. Na, das ist aber verpackt, hey. Das ist ja unglaublich. Das ist ja verpackt wie ein Panzer. Na komm. Haben wir's jetzt. Ja. Ja. Und da kommt es uns schon entgegen. Hier im Karton ist, glaube ich, nichts mehr drin. Ich sehe, ist hier neben dem Game noch eine Karte dabei. Die soll aber jetzt erstmal nicht wichtig sein. Die ist auch privat. um diese Karte hier soll es auch gerade nicht gehen. Das tun wir gleich mal weg, sondern es soll um das hier gehen, was in diesem schönen Geschenkpapier verpackt ist, was wir hier gleich mal öffnen werden. Denn es handelt sich hier um ein Geburtstags-Unboxing, aber ich ziehe das Ganze ein bisschen vor. So. Und hier habe ich es vor mir. Hier ist es. Opa, Mario Party. Jamboree. Ja.
Jetzt hier das, jetzt machen wir auch noch dieses blöde Plastik hier von der Hülle weg. Wenn ich es hinkriege. Jawohl. Ja. Super Mario Party Jamboree ist am 17.10. erschienen für die Nintendo Switch und soll mit das größte und umfangreichste Super Mario sein. Das umfangreichste Mario Party überhaupt. Und es gibt sogar Bowser als spielbaren Charakter und Bowser-Felder, wo Bowser erscheint, aber das ist nicht der echte Bowser, sondern Trug-Bowser. Also Nintendo hat sich einen neuen Charakter überlegt. So sieht das Ganze von innen aus und die Karte hier. Ich nehme die Karte mal vorsichtig raus. So sieht sie aus. Ja, Leute, das war das Unboxing von Super Mario Party Jamboree. Und ja, und wie ich sehe, oh, das ist ja auch cool. Anscheinend bekommt man hier einen Code für Nintendo Switch Online. Ja, cool. Und dann dieser ganze Krimskrams wie immer. Ja. Sonst ist in dieser Hülle nichts weiter drin, außer diese kleiner Scheißdreck hier. Ja, Leute. Das war das Unboxing von diesem tollen Game. Ich habe schon ein bisschen was davon gesehen in YouTube. Und das, was ich gesehen habe, das hypt mich zum selber zocken. Das kann ich jetzt auch selber zocken und werde ich jetzt auch gleich sehr ausgiebig. Und ich werde auch in ein paar Tagen oder ein paar Wochen ein Video dazu veröffentlichen, wie mein erster Eindruck ist und was es für Spielmodi und so gibt. Also, ich hoffe, es hat euch trotz des kleinen Unboxing gefallen von Super Mario Party Jamboree. Und wir sehen uns bald in einem neuen Video und vielleicht sogar zu diesem Game. Also, bis dann und ciao.